Ja, wünsche ich mir. Mit einem Grinsen im Gesicht beantwortet Fabian Hürzeler auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Kiel die Frage nach seiner Zukunft. Dabei ist es ein ernstes Thema. Der Vertrag des Cheftrainers des FC St. Pauli läuft im Sommer aus und es ist noch nicht klar, wie es weitergeht. Der 30-Jährige wünscht sich Klarheit und das am besten schnell. Doch die Gespräche zwischen ihm und Sportchef Andreas Bornemann ziehen sich seit Wochen hin. Ich glaube, dass ich in den letzten Wochen alles gesagt habe und ich behalte das auch so bei. Mir ist es wichtig, dass gewisse Dinge intern bleiben und ich halte mich da dran, weil ich finde das einfach ein bisschen Gentleman Agreement, sage ich mal, in Vertragsverhandlungen, das gehört dazu und dementsprechend, die Parteien haben sich ausgetauscht und ich wünsche mir Klarheit. Alle im Verein wünschen sich Klarheit, doch fest steht auch, dass beide Parteien einen klaren Standpunkt haben. Der größte Streitpunkt ist wohl die Ausstiegsklausel, die Hürzeler im Vertrag stehen haben will, die für den Verein jedoch keine Option ist. Außerdem will der Cheftrainer wohl nur für ein Jahr unterschreiben. In einem Punkt sind sich die beiden Seiten jedoch einig. Bald sollte eine Entscheidung getroffen werden. Klarheit und Planungssicherheit wären für alle von Vorteil und würden Ruhe in die Mannschaft des Tabellenführers bringen. Nur wenn alle wissen, woran sie sind, kann gemeinsam am Ziel Aufstieg gearbeitet werden.